Hallo Freunde, Mac McElroy hier. Denkt an die tolle Comedy-Show heute Abend in der Mondlicht-Lounge. Falls ihr also die letzte Ankündigung verpasst habt und wenn ich mein Publikum ansehe, habt ihr das. Kommt heute Abend in den Arenaplex zu meiner Zusatzshow. Mac McElroy, super Comedy für die ganze Galaxie. Freunde, hier ist euer Kumpel Mac McElroy. Ich dachte, ich nehme noch einen Werbespot auf für den wahrscheinlichen Fall, dass der Sender vergessen hat, die letzten auszustrahlen. Ich sehe mich hier um und, ja, ich weiß, wir leben in sehr schweren Zeiten. Ab sofort gilt ein neuer Eintrittspreis. Keine 4 Votes mehr. Er ist jetzt frei. Richtig. Freier Eintritt, Freunde. Nur ein Trottel würde sich das entgehen lassen. Also komm zu mir, Mac McElroy, in der Mondlicht-Lounge. Hey, hallo Freunde, hier ist Mac McElroy und ich sitze schwer in der Patsche. Anscheinend war ich in meiner Begeisterung wegen der Mondlicht-Lounge-Show ein wenig zu optimistisch im Hinblick auf die Unterstützung eurerseits, meiner ach so tollen Fans. Ich habe ein paar unkluge Wetten auf Außenseiter hier im Arenaplex abgeschlossen und, tja, jetzt wollen zwei unglaublich zornige Agorianer meine Beine mit einem Rohr brechen. Das Ende meiner Karriere als Stand-Up-Comedian. So ist die Lage. Ich sage es klar heraus, wie es meine Art ist. Bitte, bitte, ihr müsst unbedingt alle zur Mondlicht-Lounge kommen. Also, spendet, was immer ihr für angemessen haltet. Ich singe, tanze und mache Witze über eure Schwiegermutter. Die nächste Show ist heute Abend um 9. Hallo, Freunde. Mac McElroy hier. Ich möchte euch etwas fragen. Hasst ihr etwa Comedy? Ist das denn möglich? Denn bei mir gibt's Comedy umsonst und, Leute, wisst ihr, wie viel es kostet, einen Veranstaltungsort wie die Mondlicht-Lounge zu mieten? Na, sehr viel. Wir reden hier von einem Haufen Bolts. Also, wenn ich, Mac McElroy, euch Leuten, dem lieben Publikum, eine Gratis-Show biete und gleichzeitig diesen Raum mit schwer verdienten Bolts bezahle, tja, dann führt das, wie die Ökonomen sagen, zu einem Haushaltsdefizit. Also bitte, kommt alle in die Mondlicht-Lounge und genießt unbeschwerte Unterhaltung für die ganze Familie. Viel Spaß! Gute Neuigkeiten! Die Agorianer haben mir freundlicherweise einen kleinen Aufschub gewährt. Ich musste sie erst überzeugen. Nicht ganz leicht, wenn man kopfüber in einer Kloschüssel gehalten wird. Und jemand immer wieder und wieder und wieder die Spülung drückt. Aber ich habe noch bis heute Abend Zeit, die Summe aufzubringen. Ja, und zur Feier des Tages gibt's noch ein paar Extras zum beliebten Mac McElroy-Repertoire. Jonglieren, Feuer spucken, Messer werfen. Das sind, tja, das kann ich alles nicht. Aber hört euch meine Überlegungen zu den Unterschieden zwischen Markazianern und Agorianern an. Hey, hey, dumme Markazianer. Werden sie jemals lernen, wie man tanzt? Hey, das und mehr Comedy-Juwelen. Heute Abend nur in der Mondlicht-Lounge.